Manche Filme schaffen es nie bis auf die Kinoleinwand. Wir honorieren heute die vergessenen Perlen des Heimkinos bei Was mit Film. Mirko, was war der letzte Film, den du zu Hause gesehen hast und nicht im Kino, egal ob es ihn im Kino gab oder nicht? Tatsächlich The School of Good and Evil, um wieder beim Thema zu sein. Wieder beim Thema. Ihr müsst wissen, dass wir hier ganz viele Folgen im Blog aufnehmen und wir haben im letzten Video viel über diesen Film gesprochen und er taucht hier wieder auf, weil ich ihn auch hier in diesem Video drin habe. Aber dazu kommen wir später noch. Du mochtest ihn nicht, ich fand ihn ganz okay. Ich bin aber auch voll Das klingt gar nicht nach so einer guten Diskussionsgrundlage eigentlich. Ja. Okay, cool. Du hast aber auch gerade eben schon gesagt, wäre dieser Film im Kino gestartet, wahrscheinlich wäre das zu Ungunsten der Effekte gewesen, die auf einem Fernseher vielleicht irgendwie okay sind, aber auf der ganz großen Leinwand dann vielleicht doch irgendwie ein bisschen auseinanderklappen. Ja, muss ich leider sagen. Also wie gesagt, ich fand den super sympathisch und mich hat er wahrscheinlich auch aufgrund meiner sehr niedrigen Erwartungshaltung einfach total überrascht, positiv. Aber ich kann halt auch nicht wegleugnen, dass der teilweise ultra schlechte Effekte hat. Das hat mich so ein bisschen erinnert. Ich habe Anfang, vor ein paar Monaten, Mord nicht im Orient Express, sondern Tod auf dem Nil gesehen und hatte halt mitbekommen, dass der sehr schlecht angekommen ist bei der Allgemeinheit. Ich fand den echt richtig gut und habe mir dann mal so ein paar Reviews durchgelesen und es ging halt viel um den Look. Das haben ja auch viele schon an Mord im Orient Express kritisiert, dass der so künstlich aussieht und sich so künstlich anfühlt. Und das Interessante ist, ich habe ihn nicht auf der großen Leinwand, sondern zu Hause gesehen. Und dadurch ist diese Künstlichkeit, hat für mich total ihren Sinn und Zweck erfüllt. Also ich habe auf dem kleinen Bildschirm, also so klein ist er jetzt auch nicht, aber auf dem wesentlich kleineren Bildschirm, als die Leinwand groß ist, habe ich dann halt das Ganze so als Kunstgriff fast schon verstanden, dass es so künstlich aussehen soll. Und deshalb glaube ich auch bei School for Good and Evil, das ist schon nicht so verkehrt, dass der nicht ins Kino kam. Ich könnte mir aber vorstellen, vielleicht hätte Paul Feig mehr Budget gehabt, wenn er wäre er im Kino gewesen, genau. Ja. Obwohl ich trotzdem da sagen muss, ich habe den Abspann wegen der Quirky-Effekte im Hintergrund ziemlich lange durchgehalten. Und es war ja eine unglaubliche Masse an VFX-Artists, die an diesem Film gearbeitet haben. Also es tat mir auch richtig leid, das im Vergleich zu den tatsächlichen Effekten im Film dann zu sehen. Und man weiß ja auch, wie schlimm die Arbeitsbedingungen sind und so weiter. Blablabla. Das stimmt, aber dafür haben die, um den Film dann abzuschließen, die Designerinnen und Designer der Kostüme ganze Arbeit geleistet. Also das muss man schon sagen. Lass uns dabei belassen. Ja, okay. Genau. Kommen wir von den okay guten Filmen zu echten Geheimtipps des Heimkinos. Filme, die es nie bis auf die große Leinwand geschafft haben, die wir aber richtig, richtig gut finden. Ich habe übrigens in diesem Fall, das ist für einen Film wichtig, glaube ich. Nee, für mehrere ist wichtig, dass es hier um den deutschen Markt geht. Also ich habe 2, 3 Filme dabei, die waren zumindest in den USA im Kino. Dito. Soul zum Beispiel. Der ja hierzulande wirklich nur bei Disney Plus rauskam. klar, die Kinos waren zu, auch weltweit zum Großteil. Aber da, wo Kinos auf waren, kam er tatsächlich auch ins Kino, hat Disney ihn ins Kino gebracht und hat gemessen an den Kinos, wo der lief, anhand der Kopienzahl, ein extrem gutes Einspiel verbucht. Wo man jetzt mal überlegt, wenn der breit gestartet wäre, wäre ein Riesenerfolg geworden. Also es ist sehr, sehr schade, dass der nicht kam, denn diese Welten, die da kreiert werden, das nochmal auf der großen Leinwand zu sehen, auch so ein bisschen in Bezugnahme zu Alles steht Kopf. Also der gehört eigentlich auf die Leinwand, finde ich. Ich finde, das Gleiche gilt für Luca eigentlich an dieser Stelle. Und ich glaube, der ist ja tatsächlich nirgendwo im Kino gestartet. Mhm. Der ist im Gegensatz zu anderen Pixar-Filmen wie dieser Panda-Film, wie ist er noch gleich, Red, ja wirklich Disney Plus exklusiv gewesen, was ich auch sehr schade finde. Aber bei Luca haben wir hier... Rot war doch auch... Hatte der nicht einen Start? Also nicht in Deutschland auf jeden Fall. Ah, okay. Vielleicht meine ich auch Lightyear? Lightyear hat einen Start. Irgendein Film, wo ich dachte, komisch, der käme mir eher vor wie ein Streaming-Exklusiv. Auf jeden Fall Lightyear, ja. Aber um mal eine richtige Geheimperle zu nennen, die fast niemand kennt und die ich super gut finde, Colossal mit Anne Hathaway. Ja, den kenne ich. Sie und... ihr Ich quasi als Monster repräsentiert. Ja, hast du ihn gesehen? Ja. Ach,
Ich liebe diesen Film. Der ist wirklich gut, das ja. Das ist Charlie Kaufmann, aber minus alles, was deprimierend ist bei Charlie Kaufmann, sondern nur ein bisschen dieser tolle, Kafka-eske, absurde Humor irgendwie. Ja. Ich finde ihn auch wirklich echt lustig. Er ist auch nicht zu lang oder so. Jason Sudeikis spielt, glaube ich, auch noch einen richtig fiesen Typen. Ich habe ihn noch nie so eklig irgendwo spielen sehen. Er ist doch eher ihr Typ, wegen dem sie auch so... Oder ist er ihr Boss? Auf jeden Fall ist er irgendeine Person, zu dem sie in Anführungsstrichen aufschaut. Ja, er steht irgendwie ein bisschen auf sie und findet dann aber ihr Monstergeheimnis raus. Ja, genau. Und er wird zum Roboter, wenn er auf den Spiel... Vielleicht muss man einmal erklären, es gibt einen Spielplatz in dieser Stadt. Und wenn Anne Hathaway über diesen Spielplatz läuft, dann erscheint sie in Seoul, in Südkorea, als Riesen-Godzilla. Und läuft durch die Stadt und kann quasi alle Bewegungen, die sie auf diesem Spielplatz macht, macht dieser Riesen-Godzilla dann auch. Mhm. Und Jason Sudeikis wiederum, wenn er auf den Spielplatz geht, dann wird er zu einem Riesen-Roboter in Seoul, Südkorea. Und dann fangen die Leute da schon an, irgendwelche Nachrichten auf Südkoreanisch, auf Koreanisch dazu schreiben. Sie versucht irgendwie mit Gesten zu kommunizieren mit den Leuten. Sie will ja auch gar nichts kaputt machen. Ist irgendwie nur einmal nachts betrunken über den Spielplatz gelaufen und hat so einen ganzen Straßenzug dabei schon und hat schon genickt und so. Es ist einfach wirklich eine super gute Idee, die, ich finde, sich auch nicht totläuft im Laufe des Films. Also ich mag den auch. Ich meine, er war hierzulande immerhin auf dem Fantasy-Filmfest. Also man hätte ihn, soweit ich weiß, im Kino gucken können, aber stimmt, einen regulären Kinostart hatte er nicht. Du hast gerade Jason Sudeikis erwähnt, der kommt auch in einem meiner Filmwahlen vor, nämlich Masterminds. Hast du schon mal von dem gehört? Ich hatte damals noch das Glück, den im Kino zu sehen, weil der sollte mal ins Kino kommen, ist dann aber, nachdem die Pressescreenings waren, hat er plötzlich keinen Kinostart mehr gehabt. Das heißt, ich bin eine von einer Handvoll Personen auf der ganzen Welt, glaube ich. Ich weiß gar nicht, in den USA kam er, glaube ich, auch nicht raus. Kannst du gerne einmal googeln. Masterminds, ja. Der heißt Masterminds. Ist mit richtig guter Besetzung, mit Zach Galifianakis, Kristen Wiig, Owen Wilson, Jason Sudeikis und Kate McKinnon unter anderem. Also ist eine Komödie und mit den Leuten an Bord kann man sich denken, das ist jetzt nicht der schlechteste Film. Und es geht halt um einen Bankraub oder ein, ich weiß gerade gar nicht mehr, ob es ein Bankraub oder ein Geldtransporterüberfall ist. Eins von beiden. Hm. Aber halt eben ausgeführt von absoluten Vollhonks, die aber nicht komplett bescheuert sind. Also es ist jetzt nicht so, als wären das absolute Idioten und es geht so um Slapstick oder irgendwie so. Sondern die haben halt irgendwie diesen Plan, aber denken immer nicht den letzten Schritt zu Ende. Und es ist eine sehr kurzweilige, charmante und, wie ich finde, eigentlich auch typische Kinoangelegenheit. Der ist von 2016 und den kann man echt gut machen. Also kennt, wie du gerade auch schon zu Colossal gesagt hast, den kennt halt kaum einer. Der hat auch so einen ganz, ganz unangenehmen deutschen Nachtitel. Wenig IQ, minimaler IQ, maximale Beute. Genau. Aber den kann ich empfehlen. Ist wirklich, wie gesagt, eine kurzweilige Angelegenheit und anhand des Casts kann man sich die Art des Humors auch schon ausmalen. Das klingt so ein bisschen wie dieser Film, heißt der Tower Heist oder sowas? Ich weiß. Mit Eddie Murphy, der so ganz... Ich weiß, welchen du meinst. ...weggekramt ist in der Erinnerung. Aber ich finde hier auch schon die Besetzung, die ich ja gerade zitiert habe, die gibt auch schon so ein bisschen den Humor vor. Das sind ja jetzt keine speziell auf irgendwelchen Vulgärhumor oder irgendwelchen Slapstick konzentrierten Leute, sondern das ist alles schon, ist eine schöne Ensembleleistung und der ist echt kurzweilig. Masterminds. Okay, ja, klingt nicht schlecht. Ja. Kriege ich irgendwie einen guten Übergang. Lucky Number 7 ist so ein bisschen der, ich wusste, dass der du easy ihn way out. Wollte ich gerade sagen. Sonst, okay, nein, wir haben ihn beide auf unserer Liste. Ja, also nein, ich habe ihn nicht auf meiner Liste, weil mir der Titel nicht eingefallen ist. Und ich wusste nicht, wonach ich googeln soll, wenn mir der Titel nicht einfällt. Horse Race Movie with Bruce Willis. Stimmt, aber nein, der ist natürlich super. Und ich glaube, das ist auch so das Paradebeispiel für Filme, die sich danach irgendwie so zum Kult entwickelt haben, oder? Ja, und also... Ich finde es dann immer seltsam, wenn jetzt wie zum Beispiel bei Masterminds oder so, wenn dieser Cast schon steht, wenn Bruce Willis da irgendwie mitspielt und Lucy Liu und Josh Hartnett und so, dass dann wirklich noch jemand sagt, ach nee, irgendwie glaube ich nicht, dass das reicht für eine Kinoauswertung. Also was auch immer dafür, also es kommen ja so seltsame Sachen ins Kino und dann gleichzeitig aber sowas nicht. Also irgendwelche Gründe wird es haben, aber mir erklärt sich das nicht, denn ich finde, es ist ein echt guter, vielleicht nicht so genial, wie man das als Jugendlicher denkt und im Film und diesen Twist sieht und denkt, wow, der Kansas City Shuffle und sie haben nur so getan und war. Ich fand den super. Ich habe es noch gar nicht so lange her, dass ich den gesehen habe. Und das ist auch so eine Kategorie Film, die gibt es nicht so oft. Also die ist eigenständig genug, dass man sagen kann, das ist jetzt kein Quentin Tarantino-Klon oder so, weil gerade diese Gangstergeschichten mit coolen Typen, wo sich dann
so eine Crime-Handlung und so coole Sprüche und Dialoge und Monologe abwechseln, geht ja gern mal in die Richtung Tarantino-Klon. Ist hier aber, finde ich, überhaupt nicht so. Meine Assoziationen waren da eher so Guy Ritchie, Bube, Dame, König, Gras und solche Sachen. Ich fand den sehr unterhaltsam. Ben Kingsley spielt ja auch noch mit. Und Morgan Freeman. Das ist ja eigentlich ein unglaublicher Cast dafür. An Ben Kingsley musste ich auch gerade denken, ja. Stimmt, die in ihren Hochhäusern stehen und sich immer so böse angucken über die Straßenseite. Genau. Ja, das ist echt nicht schlecht. Gar nicht von einer guten Besetzung profitieren, sondern im Zweifelsfall einfach von seiner Genialität hätte der Film Thunder Road können. Würde ich in einem Atemzug nennen mit Eighth Grade. Weil sie auch beide 2018 rauskamen und bei beidem der Hype in der typischen Filmbubble relativ groß war. Also beide Filme haben mittlerweile deutschen Boden erreicht. Mhm. Thunder Road heißt hierzulande Der Chaos-Cop und das ist einfach... Ich habe vor Ewigkeiten mal auf diesem Kanal ein Video gemacht über die schlimmsten Titel Eindeutschungen und Thunder Road basierend auf dem gleichnamigen Song von Bruce Springsteen ist es ja, glaube ich, hier umzuwandeln in Der Chaos-Cop, was klingt wie eine drittklassige Adam-Sandler-Komödie. Das ist Kevin James. Ist eine absolute Frechheit, denn ich weiß gar nicht, ob es ein Debüt ist, aber Jim Cummings, der Schauspieler, spielt hier die Hauptrolle, hat Regie geführt, hat das Drehbuch geschrieben, hat, glaube ich, auch noch geschnitten. Na gut, Kamera führen kann er nicht, wenn er die Hauptrolle spielt, aber noch irgendwer hat so gut wie alles fast selber gemacht. Und spielt einen Polizisten, der einfach damit struggelt, dass er gerade, hat sich von, seine Mutter ist gestorben und gleichzeitig struggelt er mit seinem Dasein als halb alleinerziehender Vater einer Tochter. Und irgendwann, man beobachtet ihn halt so nach und nach in einer sehr tragikomischen Geschichte beim geistigen Zusammenbruch. Und es ist wirklich ein Schauspielstück, es ist... ganz, 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 ganz groß. Und Jim Cummings ist auch so ein cooler Typ, der unterhält sich bei Twitter gern mit seinen Fans und hat während Corona auch immer versucht, über seinen Twitter-Account so, Public Viewings. Dass alle zu Hause zur selben Uhrzeit den Film anmachen. Das hat er versucht, während Corona über Twitter irgendwie zu organisieren. Fand ich sehr, sehr charmant. Und wie gesagt, Thunder Road, also falls du ihn auch noch nicht kennst, bringe ich dir mal mit. Ist ein fantastischer Film. Habe ich noch gar nichts von gehört. Das ist das große Problem, wenn man ihn hierzulande als Der Chaos-Cop verkauft. Ja, das hätte mich jetzt tatsächlich auch sofort abgeschreckt im Zusammenhang mit dem Poster, wo er so breitbeinig auf der Straße steht und so macht. Ja, ein Film, vielleicht daran anschließend, von dem du vielleicht auch noch nichts gehört hast, V-Doc. Sagt dir dieser Film was? Nee, du meinst aber nicht diesen Video CQ, oder? Also man schreibt es V-I-D-O-C-Q. Dann meine ich doch den. Aber also ich kenne den Titel. Also es ist so eine Art böses Sherlock Holmes in Paris des 18. Jahrhunderts. Ich kenne auch das Plakat. Dieser Typ mit dieser verspiegelten Maske. Ich glaube, ich habe keinen Film öfter in der Grabbelkiste von Saturn oder Mediamarkt für 2 Euro rumliegen sehen als das. Und dann habe ich es immer angeguckt und habe gedacht, irgendwie, ich kenne keinen von den Namen. Da steht, der Regisseur heißt Pitoff. Okay. Aber wirklich nur das, auch kein Vorname oder so. Ich glaube, das ist Quatsch, auch wenn es hier in dieser Krabbelkiste liegt. Und habe mich aber doch jetzt irgendwann in irgendeinem Laden getraut, diese Blu-ray mal mitzunehmen. Und es ist ein wirklich super interessanter, französischer, so ein bisschen Jean-Pierre Jeunet-mäßiger, irgendwie böser, irgendwie auch so ein bisschen verrätselter, steampunkiger, aber dann auch so ein bisschen Trash-Resident-Evil-mäßiger Detektivfilm. Irgendwie so ein bisschen auch Jack the Ripper, aber eben in Paris. Und der Typ hat noch eine crazy Maske und saugt den Leuten durch seine verspiegelte Maske die Seele aus. Und der Kommissar ist Gérard Depardieu. Das ist so ein bisschen der Pitch für diesen Film, der, ich glaube, irgendwie jetzt einer der allerersten Filme komplett digital entstanden ist. Also nicht auf einer, ich hoffe, ich erzähle keinen Quatsch, aber ich glaube schon, kurz vor Star Wars Episode 1, der irgendwie auch da irgendwie ein Meilenstein des digitalen Filmemachens war, das schon irgendwie gemacht hat. Und dahingehend sieht der Film auch richtig seltsam aus. Also er ist einerseits wunderschön geleuchtet und andererseits sieht er wirklich aus wie mit meiner alten VHS-Kamera durch irgendwelche Räume durchgewackelt oder so. Also er sieht gar nicht wirklich filmisch aus, sondern wirklich wie so ein Home-Video. Aber hat was ganz Interessantes, dieser Film. Ich finde ihn richtig gut. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob er im Kino statt hatte. Ich konnte es beim Recherchieren nicht
weder verifizieren noch falsifizieren. Also denke ich mal, es gab keinen. Dann bin ich mal gespannt, ob du den Film kennst. Der hat nämlich definitiv nirgendwo einen Kinostart bekommen. Er ist von 2010 und heißt einfach nur Trust. Sagt dir der Film was? Hat der noch einen verrückten deutschen Titel? Nein, hat er nicht. Ich glaube, Trust ist sogar der. Ich glaube, der hat im Original einen anderen englischen Titel. Ich bin aber gerade nicht ganz sicher. Trust, die Spur führt ins Netz. Genau, und der hat unter anderem eine Besetzung mit Clive Owen, Catherine Keener, Viola Davis und Jason Clarke. Also ist auch wieder eine Besetzung, bei der man denkt, huch, also der Regisseur David Schwimmer hat Friends unter anderem gemacht und ich glaube, Run, Fat Boy, Run und irgendwie noch Little Britain, glaube ich. Also er hat einiges im Comedy-Bereich gemacht. Und Trust handelt von einem Vater, gespielt von Clive Owen, der mitbekommt, dass seine Tochter, die gerade 14 geworden ist, an ihrem Laptop mit jemandem chattet, der sich so nach und nach, er macht sich immer plötzlich älter, als er am Anfang angekündigt hat. Und sie ist aber längst in ihn verliebt und die beiden möchten sich auch treffen und so weiter. Und dann kommt es allerdings zu einem Moment, in dem er sich an ihr vergeht und die Polizei will nicht ermitteln, weil nicht genügend Beweise irgendwie vorliegen. Und dann nimmt Clive Owen das Ganze selbst in die Hand. Klingt jetzt nach einem sehr billigen Rache-Thriller. Und leider, das Cover ist jetzt nicht das Beste und sieht leider auch so aus. Es ist jetzt auch nicht richtig scheiße, das Cover. Aber es sieht jetzt auch nicht nach einem hochanspruchsvollen Film auf, sondern halt nach Direct-to-DVD-B-Ware. Aber der ist wirklich richtig gut. Also es ist eben kein typischer Rache-Vater rächt sich für seine Tochter an irgendeinem Typenfilm, sondern der versucht halt wirklich über fast schon so halb polizeiliche, detektivische Ermittlungen dem irgendwie beizukommen. Und ist wirklich ein sehr kühler, spannender, kleiner Thriller. Und war 2010 mit seinem, ich nenne es mal Catfish-Thema, ja eigentlich auch, war er seiner Zeit voraus, ein bisschen fast schon, ne? Es gab auch diesen tschechischen Dokumentarfilm von vor 2 Jahren, den du auch hier schon mal empfohlen hattest, der auch irgendwie Gefangen im Netz oder so ähnlich hieß. Der für viele Leute ja scheinbar eine krasser Reveal war, zu sagen, was? Sowas passiert im Internet? Also so krass ist der nicht. So krass ist der nicht. Aber einfach generell das Thema, so blöd das klingt, dass ich meine, es ist klar, seit es das Internet gibt, sollte man gucken, was die Kinder im Internet machen. Aber trotzdem war das so ein Hollywood, ist ja auch ein Hollywood-produzierter Film, der das aufgegriffen hat. Und ich mag den. Ja. Bin ich auch durch Zufall drüber gestolpert. Ich glaube, es war da eher das Thema und weniger das Cover. Klingt richtig gut. Aber also ich muss sagen, ich finde Clive Owen und Catherine Keener sind zwei so unterbewertete Schauspieler. Ja, vor allem Catherine Keener. Vor allem Catherine Keener. Ich glaube, wenn ich mal eine komplette Liste von Schauspielern machen müsste, würde ich sie immer vergessen. Ja. Aber wenn ich sie dann wieder sehe, dann denke ich, oh, die ist echt richtig toll. Ja, auch gegen John Malkovich und so. Ach, alles toll. Das stimmt. Ja, und genau, ich hatte gerade so ein bisschen Sorge, dass Eighth Grade bei meiner Liebeserklärung an Thunder Road so ein bisschen untergeht. Hast du Eighth Grade gesehen von Bo Burnham? Der hatte gar keinen Kinderstand. Der hatte zumindest in Deutschland nicht. Irgendwie hat sich, glaube ich, Universal die Rechte geschnappt und hat den dann immerhin hier rausgebracht, aber das war ein großes Drama. Irgendwie hatte der so eine Gleichzeitigkeit mit Booksmart, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und irgendwie dachte ich deswegen immer, ist es irgendwie der gleiche Film. Und der hat den irgendwie so ein bisschen verschluckt, hatte ich das Gefühl. Ja. Und zwei Filme, bei denen es mir einfach leid tat, dass sich Netflix die geschnappt hat, ohne sie ins Kino zu bringen, obwohl es eigentlich so typische, die bringen wir für eine Woche ins Kino Kandidaten sind, ist einmal Blond aus diesem Jahr. Und Malcolm and Marie. Jetzt könnte man bei Malcolm and Marie natürlich argumentieren, aber es ist doch ein Kammerspiel in Schwarz-Weiß. Warum brauchst du denn nur die beiden Darsteller am Monologisieren auf der großen Leinwand? Weil es da eben einfach nochmal eine Spur intensiver ist. Und der Regisseur Sam Levinson ja viel aus der Wohnung rausholt und immer wieder mit Nähe und mit Distanz spielt und auch allein die Intensität des Spiels ja in einem abgedunkelten Raum ohne Ablenkung noch mal viel mehr an einen rangeht. Also das sind zwei Netflix-Filme, die ich sehr gerne auf der Leinwand gesehen hätte. Okay, dann schmeiße ich doch als letztes hinterher Raw von Julia Ducournau, die es ja von Raw zur Cannes-Gewinnerin mit Titan jetzt geschafft hat. Hast du den gesehen? Den habe ich, Raw habe ich gesehen, nicht im Kino, der lief aber auf dem Fantasy-Filmfest immerhin. Also das wäre bestimmt auch cool gewesen, ihn in dem Rahmen zu sehen. Ich finde aber auch, das ist jetzt so ein Fall,
ich fand das nicht so dramatisch. Also ich eigentlich auch nicht. Ich finde den Film richtig toll, so, aber mhm. das ist jetzt keiner, wo ich sagen muss, oh, wenn ich den nicht auf der großen Leinwand sehen kann, dann funktioniert der gar nicht oder aber so. Aber sind es bei dir immer die Schauwerte? Weil ich habe ja gerade zum Beispiel Malcolm and Marie genommen, der ja gar nicht zwingend über die Schauwerte funktioniert. Was bringt ein Film für dich? Also Malcolm und Marie hätte ich, glaube ich, im Kino sehen müssen, um nicht komplett ungeduldig zu werden. So, okay. Das war so ein bisschen das Problem, ihn zu Hause zu gucken. Das hatte ich bei Raw jetzt nicht so. Mhm. Und eigentlich jetzt, wo ich so drüber nachdenke, Raw hatte schon auch echt tolle, bunte Bilder und tolle Beleuchtung und auch einen echt guten Soundtrack. Mhm. Eigentlich hätte ich den doch gerne im Kino gesehen. Ich nehme das an der Stelle nochmal zurück. Der ist schon echt gut. Ja, also ich finde, manchmal gibt es so Filme, die gar nicht qualitativ, sondern die sind auch dann vielleicht besonders dadurch, dass sie viel mit Close-Ups arbeiten und so, mhm. schon konzipiert für eine Fernsehrezeption und nicht unbedingt für eine Kinoleinwand, wo man vielleicht darauf verlassen kann, dass es Riesenbilder ja. sind und man kann sich die Informationen selbst raussuchen aus den Bildern. Und da hätte ich jetzt gesagt, Malcolm und Marie fällt eher in den Bereich Heimkino, hätte okay. ich jetzt auch so gedacht. So. Dann habe ich zum Schluss noch zwei Filme, die ich gar nicht zwingend, also den einen hätte ich jetzt gar nicht zwingend im Kino sehen müssen, aber ich hätte ihn super gerne in einem vollen, bockhabenden Kinosaal gesehen, nämlich Barb in Star Go to Vista Del Mar. Habe ich an dieser Stelle auch, oder habe ich in diesem Format öfter schon mal erwähnt, eine Comedy mit Kristen Wiig und Dorian Gray, hätte ich fast gesagt. Mr. Gray. I wanna see that. Jamie Dornan. Die halt wirklich in eine Mischung aus Meta-Comedy und Frauen-Comedy und Parodie und einem singenden Jamie Dornan ist, hey. Der sich im Duett mit ein paar Möwen das Hemd vom Leib reißt, während er Ballerinaschritte am Strand vollzieht. Den hätte ich einfach total gern mit einem geilen Comedy-Publikum gesehen. Mhm. Und gar nicht im Kino, also den letzten hätte ich ehrlich gesagt gar nicht zwingend im Kino sehen müssen. Aber wir wollen hier ja so ein bisschen über Filme reden. Das sind ja jetzt alles keine Filme, wo wir jetzt sagen, die hätten wir im Kino sehen wollen, sondern die besten Filme, die nie im Kino waren. Und ich habe einen Horrorgeheimtipp für dich und euch da draußen. Von 2009 und zwar basierend auf einer Clive Barker Story, der Film Dread. Hast du schon mal von dem gehört? Ich habe den auch schon mal an verschiedenen Stellen erwähnt. Direct-to-DVD-Film, wie gesagt. Basierend auf einer Clive Barker Story, in dem es um die Ergründung von Angst geht. Also ein Studentenexperiment ist das, in dem die Leute, die in dieser Gruppe sind, sich mit ihren tiefsten Ängsten auseinandersetzen sollen. Eine Person hat Mutter mal komplett über den Körper und hat deswegen Komplexe. Eine Person war mal infolge eines Unfalls für ein paar Stunden taub und hat deshalb Angst, wieder taub zu werden. Und so kommt jeder mit seinen Ängsten da irgendwie daher. Aber einer, der, ich weiß gar nicht mehr, als Kind mit ansehen musste, wie irgendwie ein Mörder bei ihm durchs Haus gegangen ist, der fängt halt an, dass den das Ganze wahnsinnig werden lässt. Und ich fand den damals so schockierend. Ich habe den nur ein einziges Mal gesehen. Wahrscheinlich würde ich das heute ganz anders empfinden. Aber ich habe immer noch wirklich das Gefühl der letzten 10 Sekunden und der letzten Szene im Kopf. Und ich weiß noch, ich habe mir den damals gekauft und die 3-Fragezeichen-Folge, die neue, die an dem Tag erschienen ist. Und ich kann die Folge, die ich danach eigentlich zum Runterkommen von diesem Film hören wollte, ich kann die bis heute nicht hören, ohne das beklemmende Gefühl zu haben, das dieser Film bei mir hinterlassen hat. Also du willst den Film auch auf keinen Fall noch mal sehen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil vielleicht wäre das ja heute ganz anders. Ich meine, therapeutisch. Wir reden von 2010, also bis, oder von 2009. Hm. Also man muss ja ganz ehrlich sagen, seitdem habe ich ja viele, viele andere Sachen gesehen. Hm. Ich weiß es nicht. Aber Clive Barker's Dread bring ich dir mit, genauso wie Thunder Road. Ey, ja, richtig gut, richtig gut. Und Clive Barker sowieso immer gut und die Prämisse klingt auch mega gut, klingt alles sehr, sehr gut. Ja, sind übrigens auch alles Filme, auch Masterminds, ich habe die alle zu Hause. Auch das schöne Soul-Steelbook. Okay. Kauft euch haptische Medien, Leute. Das oder stimmt. Unterstützt uns monetär, um an dich abzugeben für die Abmoderation. Hey, ja, wie das geht, ihr wisst es doch längst. Ihr müsst diesen Knopf drücken, der dann diese Videobeschreibung ausklappt und da ist so ein Text und da steht es drin. Und wenn ihr das gelesen habt, gebt uns einen Daumen nach oben, drückt den Abo-Knopf und lasst uns wissen, welchen Film, der niemals ins Kino kam, findet ihr richtig gut und empfehlenswert. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.